Wuscheln wir uns nochmal ganz kurz durch die Birne und der Spaß kann weitergehen. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder back in action. Nach einer kleinen Unterbrechung. So. End.io funktioniert jetzt. Was wolltest du sagen? Ja. Wir brauchen dann wieder dieses Clay, Gravel, Sandgelumpe, um dieses Bein da herzustellen. Das kriegen wir hin. Spätestens, wenn wir der Gerät haben. Dann lässt du das durchlaufen und dann lebst du ja wie im Schlaraffenland. Ich laufe jetzt mal im Süden runter. Guck mir das mal komplett an. Also die ganze Gegend hier ist lebensbedrohlich. Was war das? Hat sich angehört, als wenn sie einen Elefanten... Ach du Kacke, geht das hier tief runter. Als wenn sie einen Elefanten auf den Rüssel getreten wären. Chat ist hier gar nicht an. Was ist denn jetzt los? Geht doch. So. Wir haben ja sogar die Inka um die Ecke, ne? So ein Maya-Tempel ist hier. Da würde ich wahrscheinlich nicht drauf laufen können. This makes a bit hour. Alles schön und gut, aber hier gibt's ja gar nichts. Oder? Doch, hier, warte mal. Okay. Jetzt stelle ich mich auch gerade einfach nur doof an. Oh, nee. Jetzt habe ich die Pest. Das hat mir gerade noch gefehlt. Komm mal her, ja. Sagen, der Shader ist wirklich sehr hübsch. Also ich muss sagen, Temprit, jetzt so ein bisschen südlich, dieses Plateau mit diesen Lavaseen und dann so diese Bäume, das ist doch echt hübsch. Du kannst da gerne hinziehen, wenn du möchtest. Wenn du frühzeitig sterben möchtest, auf jeden Fall. E-Mail. Wieder Spam. Spam, Spam, Spam. Hier könnte ich bleiben für ein bisschen XP. So ein Geschenken. Das haut hin. Ich muss nur schnell sein. Dann ist das alles machbar. Wir haben einen Dschungel und einen Bambus, die wir direkt müssen. Oh, hier sind aber viele Tempel im Süden. Wahrscheinlich werden hier Leute geopfert, ich kann es dir nicht sagen. Schöner großer Fluss haben wir hier unten. Jetzt erstmal nichts mehr spawnen. Boy. Enderman darf mich jetzt bloß nicht angucken. In die entgegengesetzte Richtung. Lass dich gar nicht von dem Kleinen irritieren. Verpiss dich, geh weg! Hier sind recht viele Tempelanlagen hier. Ein Haufen Urwald hier. Lass mir wie Indiana Jones hier so ein Loch reinschneiden. Ich habe Bange, dass ich irgendeinen Raum betrete und gleich auf einmal tot bin, ohne dass es mitzukriegen.
ist ein sehr großes Dschungelgebiet hier. Ich habe Diamanten gefunden. Was ist das? Papier. Papier bitte. War das nicht mit, korrigier mich, wenn ich falsch liege, war das nicht mit Ender.io so, dass man die Spawner da abbauen konnte? Ja, das ging dort. Man konnte sie zweckentfremden. Ero aus Lohnus. Also eine XP-Farm, so eine Folterkammer. Ja. Shake it, baby. Mein kleiner Hause. Kriegt auch schon Zeug. Es wird dunkel. So, den Tempel habe ich jetzt sauber gemacht, ne? Das sollte es gewesen sein. Gucken wir nochmal das Steingebiet hier an, hier drüben, weil. Oh, hier könnte was sein, das könnte dir vielleicht gefallen. Vielleicht ist gut. Hier ist nämlich ein Höhleneingang. Hat sich erledigt. Ich bin nicht interessiert. Das geht sehr tief runter. Nicht die Kapazitäten, auch nicht die Munition für mich, mit denen Meute jetzt anzulegen. Schwert ist gleich kaputt. Habe ich nicht noch den? Nee, habe ich nicht dabei. Dafür muss ich erstmal nach Hause kommen, und zwar richtig. Also es ist im Süden, das ist ausschließlich Urwald. Okay, ich könnte dir zwei Schäfchen mitbringen, was hältst du davon? Wegen Wolle? Ja, unter anderem. Ja, kannst du machen. Sperren wir zu den Schweinen mit rein. Wie ich da hochkomme, ne? Kommt, hier gibt's Leckerchen. Hier gibt's Leckerchen. Mitkommen. Ach komm! Oh, die haben alle. Hier ist jeder Einzelne bis an die Zähne bewaffnet, ne? Flammenwerfer, ja. Brauchen so einen richtigen Burner. Irgendwie hat er sich gleich ein schwarzes Schaf geholt. Ja, schwarz und weiß, ja, da kommt übrigens ein Bogenschütze auf dich zu, ne? Ja, mach den so mal sagen. Kaputt, mach den mal kaputt, dann kann ich hier vorne langlaufen. Genau. Und lenk den nur ab, lenk den nur ab. Mehr muss nicht machen, den Rest übernehme ich. Mein Gott. Bleib stehen! Hey! Hier bleiben. Sie wollen die Schafe? Der hat mich ja vergiftet. Oh, ich hab die Seuche. Der hat das Schaf tot gemacht. Hä, wieso macht denn der das jetzt? Hast du auch gesehen, ne? Ja, aber das wundert mich jetzt, wieso er das gemacht hat. Warum hat denn der das jetzt umgebracht, das eine? Das ist eine gute Frage. Getrunken. Da ist der Romano AFK. Ja, mein Gott, wir finden ein neues Schaf. Schaf will nicht, stellt sich gerade doof an. Wir bräuchten eine Leine, weißt du das? Was hat er denn für eine Rüstung? Gelumpe. Haben wir denn überhaupt Zinn? Weiß ich mal. Ein bisschen haben wir.
und dann nicht hoch, habe ich mir gedacht. Hauen wir dir auf den Kopf. Der droppt sogar was Verzaubertes. Was haben wir denn da? Oh, Stahlhose, der hat Stahlklamotten angehabt. Damit lässt sich doch mal arbeiten. Der Traddel ist Udo, der züchtet Schweine. Ach, wir haben nicht genug Zinn. Für einen Flammenwerfer. So, was haben wir denn da? Känguru kann man auch natürlich jetzt Fälle bei der Ohren ziehen, ne? Cutting Board. Oh, warte mal. Das ist gut, Traddel. Alle Klamotten, die wir jetzt finden. Mit dem Cutting Board kannst du die Schuhe zum Beispiel auseinanderfummeln. Die ganzen Lederklamotten. Okay. Uncrafting Station. Boah, Uncrafting Station. Die ist gut. Ist richtig gut. Geil. Sehr nice. So, was ist denn jetzt dein nächster Plan, was du hier machen möchtest? Dann könnte ich schon mal gucken, dass ich ein bisschen unter die Arme greife. Naja, also aktuell stellen wir Herbe und wir haben Mangel an allem irgendwie. Aber wollt ihr nicht erstmal irgendwie euch das erstmal das Wichtigste, wo wollt ihr denn bauen? Das ist eine gute Frage. Was wollt ihr bauen? Und vor allem, was wollt ihr bauen? Keine Ahnung, was ihr vorhabt. Ja, ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir Ressourcen rankriegen und die wichtigen Sachen zum Beispiel bauen können, ne? Dann können wir uns immer noch eine perfekte Stelle aussuchen. Wir können auch was im Berg reinbauen. Mir wäre es aber ehrlich gesagt am Wasser lieber. Also Wasser haben wir ja wieder rundherum mehr als genug. Eben. Dann könnte ich mir unter Wasser nämlich was bauen, so einen schönen Dom. Oder wir gucken halt, wie Romano das vorgeschlagen hat, dass wir wirklich irgendwas mehr oder weniger in den Berg reinbauen. Was dann aufs Wasser rausgeht. Da ist eine Hexe. Na, wie wär's denn mit... Wenn ich hier die Karte aufmache, haben wir im Norden einen großen Berg und ganz knapp rechts am Wasser, da haben wir das Korallenriff, da haben wir Lava und es wäre nicht weit ins Wasser. Ich meine, da wegen Bergland. Also es soll eine Bergbasis werden, ja? Könnte. Overcooked Penalty. Mir ist das egal, wir können eine Bergbasis machen. Wobei, wenn wir natürlich höher sind, können wir natürlich von der grünen Energie viel mitnehmen. Ja, deswegen. Ne? Also spontan würde ich jetzt sagen, wir nehmen den hier, den Berg gleich im Norden und zwar an der Ostküste, weil da sind wir dicht am Wasser. Korallenriff. Ja. Müssen wir nur mal hinfliegen, aber jetzt gerade Regen, müssen wir eigentlich mal ins Bett gehen. Wegen gucken, das können wir mal machen. Wir legen uns mal ab in die Falle und dann schauen wir weiter. Sobald es hell draußen ist. Da ist er wieder. Ja, da bin ich wieder. War ein bisschen länger weg. Na, komm mal, hat mich gewundert, warum das so ruhig war. Ich wurde in AFK versetzt. So, ab in die Falle, hinlegen. Noch
dann gucken wir nochmal den Hügel an da drüben. So hoch wäre auf alle Fälle für die Windräder? Wir haben Regenbogen. Guck dir das an. Ich weiß, das ist neu im Spiel. Geile Sache. Wo flitzen gerade hin, zu dem ganz hohen da hinten, ne? Ja, ich will am gucken, wie dicht das am Wasser ist, der Berg. Der Vorteil wäre, wenn du da den mal... Also wir hätten Grünzeug kennengelernt. Korallen, was wäre hier in der Nähe? Die Frage ist nur, ob das passen würde jetzt hier zum Bauen. Tadel, hier ist eine Kuh. Was? Eine Kuh. Mu, oh, du weißt dann schon. Dann sammle ich die nachher mal ein. Geh mal mit dem Ding hier zurück. Komm jetzt, komm. Komm. Mechanism hat auch diese Pokebälle drin, ne? Wo man die einfangen kann. Imprisonment Chamber, oder wie heißen die? Ja, wir haben auch die Leinen. Wir haben die Leinen auch. So, also ich schwebe jetzt gerade an dieser Formation. Ich weiß nicht. Du kannst den Eingang, das sind riesige Lava-Vorhänge. Willst du dazwischen den Eingang reinhauen? Ist klar. Liegt sogar Schnee an der Seite. Ja, weil der Winter da kurz vorbeigegangen ist. War doch irgendwo der Stall, warte mal. Da hinten. Warte mal, ich flieg mal ein Stückchen nach Osten, ob da noch ein Stückchen Berg ist. Dr. Disco. Brumm. Nein! Das Ferkel ist abgehauen. Tötet es. Du hast es rausgelassen. Wer von euch hat die Schweine laufen lassen? Sünde, das Ferkel wollte hier wieder reinlaufen. Nein, das wollte da nicht reinlaufen. Okay, tun wir mal eben so, als wäre das nicht so passiert. Ich hab was gesehen, da musst du mir mal ganz kurz helfen. Komm doch mal mit. Moment. Bin doch nicht Jack, der war doch gerade noch da. Hier irgendwo war jemand mit einer ganz dunklen Rüstung, aber der scheint weg zu sein. Hat sich wohl in Luft aufgelöst. Ja, tagsüber, da despawnen die doch. Der stand unterm Baum. Was macht's ja gerade so? Ist er rausgelaufen und verbrannt. Das kann sein. Eieiei, hat zwar jemand übertrieben mit der Lava. Da rupst es. Aussieht beim Yellowstone. Welche Einstellung ist das nochmal, dass er so super mega weit rausrendert? Das ist vom Server aus gelockt, Romano. Du kannst dann, glaube ich, nur weit rausrendern, wenn du selber. Warte mal. Far away terrain, enters will be loaded and ticked. Shorter distance. Renderdistanz. Guck mal die Renderdistanz auf 20. Ja, das macht schon einiges aus. Der Server hat genug Power. Im Grunde genommen kannst du das Ding komplett aufdrehen. Mano, hier ist er wieder. Der Schlafsack von Lacoste. Atemberaubend sieht das jetzt nicht hier aus, ne? Wir leben mal
Moby Dick eigentlich. Boah, sehr schnell. Uschi schreibt mir. Mir mal neugierig. Ich will wieder telefonieren. Nee, heute nicht. Heute habe ich mal Zeit zum Zocken, da zocke ich. Ist doch viel schöner jetzt die Renderreichweite. Das sieht doch mal. Was hast du? 32? Naja. Ich hab jetzt auch nochmal in den Einstellungen alles auf Fancy gestellt, anstatt auf Performance. Ja, wie weit der rausrendert hier. Geile Sache. 288 FPS. Ja, wir haben aber auch jetzt Monster-Computer, ne? Naja. Man bedenke, dass ich Minecraft damals auf meinen Laptop gespielt habe. Aber damals war... Da haben wir ja wirklich noch mit, wie heißt das noch gleich, was wir genutzt haben? Das war nicht Forge, wir hatten, Bucket, hieß das so? Bucket, ja. Das waren ja wirklich nur Plugins, die so gut wie gar nichts im Hintergrund gefressen haben. Größtenteils haben wir ja wirklich nur Vanilla gespielt. Die ganzen Mods kamen erst im Nachhinein zu. Gerade auch mal auf Max gestellt, das ist ja Wahnsinn, wie weit der rendert. Wie weit darf es rendern? Ja. Ey, ja. Es gibt eine Mod-Romano, da kannst du unendlich weit rausrendern, ne? Ich weiß, das haben die ganzen Leute, die diese Cinematic-Builds machen. Da musst du die Umgebung einmal gesehen haben und der rendert es dann. Hat dann zwar eine schlechtere Auflösung, aber da kannst du sollst ja bis zu 10 Kilometer rausgucken können, ne? Ja, hab ich gesehen. Das machen ja die Leute, die diese Mega-Maps bauen. Also hier wäre eine schöne Stelle, wenn man so ein Gebäude dazwischen quetscht. In den Berg rein. Tadel will wieder umziehen, Romano. Was? Nee. Vom toxischen Vulkan irgendwo in der Höhle. Ihr habt doch gesagt, ihr wollt irgendwo in einem Berg oder so wohnen, oder? Ich will am liebsten irgendwo wohnen, wo es blüht. Wo mir keiner ans Leder möchte nachts. Weißt du, und wo es nicht so öde ist wie oben auf dem Vulkan. Wenn du es sagen willst. Er sucht sich hier eine Location raus wie Floki hier von Vikings. Ja. Er sagt, das gelobte Land will er uns präsentieren. Wir sollten ihn lynchen. So, Tralle. Wie sieht das jetzt eigentlich mit Verzauberung aus? Wann meinst du, werde ich das erste Ding hier verzaubern können? Ja, wir haben noch nicht mal einen Tisch gebaut. Also dauert noch, ja? Hat einen Jetpack, aber nichts zu verzaubern. Magie? Das gibt's hier nicht. Es gibt nur Technologie. Außerdem müssen wir bei den NPCs erstmal die ganzen Bücher klauen. Das ist ein deutscher Minecraft-Server. Hier wird nicht gezaubert, hier wird geschaffen. Mit Kruppstahl. Und ey. Die haben, du kriegst ja richtige Stahlrüstung, ne? Ich habe vorhin Bison Berserker auf einen so einen Zombie draufhauen müssen. Der ist nicht totgegangen. Hat er seine Hose verloren. Ich glaube, die liegt zu Hause in der Ramschkiste drin. Da musst du mal gucken, der hat eine richtige Stahl-Leggings gehabt. Das sind die Klamotten aus dem alten Übermenschenprogramm. Der Vulkan ist zwar schön, weil die Ressourcen hier so alle brach liegen. Aber, weiß ich nicht. Auch nicht so das Wahre. Ich hätte gern wieder so ein schönes, schönes grünes Feld, wo ich Hanf anbauen kann und meine Ruhe. Müsste mal gucken, ob die Drogenmod wieder funktioniert. Zumindest für die neueste. Mit Peyote.
wenn es die wieder gibt, ne? Dann siehst du mich nie wieder. Da sitze ich hier in der Ecke und gib mir einen Schuss. Du Trabbel? Ja. Hier ist ein Brunnen, mitten in der Pampa. Ich weiß nicht, ich sehe. Achso, da sehe ich euch. Na, ihr müsst sagen, also wir können hier das Material sammeln und dann. Dafür ist es gut hier, der Berg noch. Einer schiebt hier einen Absturz. Ups. Da kann ich nicht runterspringen, da scheint es eingefroren zu sein. Einmal hinlegen, bitte. Nicht möglich. Im Moment. Bin ich denn hier wieder rausgekommen? Geht leider nicht, Doc. Mein Bruder ist noch außerhalb. Müsst ihr jetzt ausharren. Führt kein Weg dran vorbei. Was ist das? Muscheln liegen hier. Bist ja auch mit dem Boot angekommen, ne, Romano? Naja, das ist... Genau neben meins? Genau neben deins gestellt. Ich sehe es gerade. Moment, erstmal nach oben. Da warst du mit irgendjemandem im Chat am Quatschen, deswegen hab ich noch gesagt, ich habe dein Boot gefunden. Ah, der Chat ist in der letzten Folge ein bisschen ausgeartet. Ging es grundsätzlich um Fäkalwitze, flüssig feste Weiße. Was war das? Ach ja, hier die Knüppelkatze. Hau ab! Wie? Ey, bleib mal stehen hier! Hat dein Fressen geklaut. Naja, der hat mein Brot geklaut. Hau doch ab! Nein! Ihr kriegt mein Fressen nicht, das ist meins. Naja, Sinn würde es machen. Ihr habt gesagt, ihr wollt was Grünes. Dann bräuchten wir irgendwas, wo in der Nähe ein Sumpf wäre, wegen Clay. Oder generell Wasser. Treffe ich den Kackvogel jetzt nicht, oder was? Komm ran da. Die Möwe muss sterben. Wildes Raubtier am Hamburger Hafen, Möwe. Hab ich dich. Oder Traddel, wir bauen auf der fliegenden Insel da oben. Das würde auch funktionieren. Welche Insel? Da fliegt eine Insel da hinten, ne? Ja, es gibt ja so eine kleine Insel, aber... Die reicht doch für uns drei. Da kriegst du aber nicht viel drauf, ne? Dann bauen wir nach rechts und links aus, so ist es ja nicht, ne? Okay, du musst also... Du musst also Eisen in den Infuser schicken, dann kriegst du Enriched Iron und das Enriched Iron musst du dann auch nochmal anreichern und dann kriegst du Stahl. Dieser kleine Creeper ist neben mir explodiert. Halbe Leben ist weg, kommst du vor, als wenn ein Polenböller an deiner Hand explodiert ist. Ja, du musst mit dem Metallurgic Infuser musst du das Eisen reinschmeißen, dann kriegst du Stahlstaub und aus dem Stahlstaub das kannst du einschmelzen und kriegst du in den Stahlbahn. Okay. Oh, der Plan. Hier ist schon wieder was hinter mir. Ich sehe es doch. Adel? Ja?
Haben wir einen Metallurgic Infuser? Ja, das steht hier draußen. Hat er. Der produziert ja auch Stahl. Ah, haben wir schon Stahl? Nur sehr wenig aktuell. Hier vorne ist gerade fertig. Industrielle Revolution. Ist krass, was der Tradl alles schon hat, ne? Gieß doch mal eben. Also am besten, ihr sucht dann, ihr beide sucht den Bebauungsort aus. Bist du sicher? Ja. Oh, nix gut, diese. Warte, dies ist nix gut, diese. Oh, warte mal, ich brauche zwei Diamanten-Tempel. Ja. Ich brauche mir jetzt auch schon mal... Nee, das ist am besten. Meine Schuhe. Man kann nicht alles haben. Oh oh. Ich habe mir auch Schuhe gerade gekauft. Screecher's Soul. Soul. Muss da ein Zombie dran? Ja, komm, hinlegen. Verzauberungstisch. Könnte mal Ausschau halten, wo wir ein paar Dörfer hier finden. Was hältst du davon? Ich habe zwei Wegpunkte nach zu zwei Dörfern. Aber generell erstmal einen Bauplatz finden, oder? Ist hier ein Schneebiom-Dorf gewesen, Romano, oder sind das nur so Spuren? Also ich hab so einzelne Häuser gefunden. Das sind wirklich nur so Inseln, ne? Hier ist der Tempel. Ich gehe mal auf Expedition. Ich fahre mal so am Wasser entlang und dann gucken wir einfach mal. Also wenn dann nimm bitte den Weg nach Osten. Ja. Weil im Westen hast du nur Wüste. Ja, weil Westen also, ist, naja, nicht nur Wüste, aber das. Da bin ich schon überall lang gefahren. Das ist, ja. Nach Osten, ja. Ganz im Westen kommt nämlich das arktische Meer, da willst du sowieso nicht hin. Gut, dann. Ganz im Westen. Haben wir noch Eisen hier? Ja. Ich baue mich. Nehmen wir mal den Stecken am besten mit. Axt mal eben bauen hier. Wäre es nämlich nicht schlecht, wenn wir unterwegs nämlich ein Waypoint finden, damit wir von hier alles dann rüber transportieren können. Oh, Tree Assist ist auch drin, geil. Warte mal, komm mal her, Tralle, hier. Ah, siehst du, da haben wir doch schon einen. Den müssen wir natürlich mitnehmen jetzt dann, ne, wenn wir erkunden gehen. Wollte ich gerade sagen, der Roman hat auch einen mitgenommen, ne? Mhm, habe ich den Tralle schon gegeben. Sehr gut. Wie kommt denn die Motte hier rein? Ist eine Motte im Haus, machst du tot. Die geht ja in deine Klamotten. Die fliegt gerade eher um die Lampe rum und. Ach, man, fliegt mit. Oh, fliegt mir nicht vom Gesicht rum. Das habe ich letztens im Stream gehabt. Ich habe das Scheißvieh nicht gepackt gekriegt. Das ist jetzt hingeflogen. Ich hasse das so ein Viehzeug. Alle Fenster durch. Ich weiß gar nicht, wie die reingekommen ist. Also nach Westen, ja, Tempri? Osten hast du gesagt gerade. Entschuldigung, Osten meine ich doch. Ah, flitze ich jetzt mal eben runter. Übers weite Meer. Schnurstracks weg von hier. Ja, ich packe mir mal ein offenes Boot noch ein. Hast du
bisschen Kohle. Kohle ist irgendwie das Einzige, was hier EP gibt, ne? Neben Diamant und Gold. Von Eisen kriegst du so gut wie gar nichts. Oh, was ist das? Was ist denn Pebble? Ich habe mich Hammer auch schon gefunden. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich kenne ja viele englische Begriffe, aber Pebble sagt mir jetzt mal gerade gar nichts. Pebble sind hier diese kleinen Kiessteine. Kieselstein. Kieselstein ist das. Kannst du wahrscheinlich Wege mit und sowas machen, ne? Wooden Gear. So, wir brauchen... So, ich fahr mal nach Osten durch, ne? Ist das so ein Boot, wo ein Pfeil drin sitzen können? Ich denke schon, ne? Wolltest du mit? Ja, ich lande auf dem Flugzeugträger, warte. Ja, warte. Ist ja ein Flugzeugträger, ne? Das geht nicht. Kannst du nicht? Warte mal. Nö, nee, geht nicht. Kann das sein, da muss man ein extra Boot bauen? Ich nicht. Setz dich mal drauf. Ah. Nee, geht wohl nicht. Ist egal, dann fahren wir. Aber da kannst du eigentlich mit zwei drauf sitzen. Bin ich mir sogar sehr sicher. Oakboat with chest. Egal. Fahren wir erstmal. Nur hoffen, dass jetzt hier nicht so ein Dings dabei ist, hier so ein Knochenfisch. Da ist irgendwas. Hä? Sieht so geil aus, ne? Land in Sicht. Da ist ein kleines Bötchen. Das Zuckerrohr kannst du direkt mal mitnehmen, ne? Na, ich gehe hier links holen. Wenn da Schleim da oben drin ist, hole ich den Schleim. Jo, mach das mal. Weil Schleim ist Primärressource. Den kriegen wir leider nicht überall her. Leider nicht. Sind das nicht diese Boote mit den Händlern drauf? Doch, oder? Nee, das ist meistens immer nur willst so du mal Bild lachen? Erzähl. Willst du mal lachen? Hier hängen Diamanten. Wie, da hängen Diamanten? Da hängen Diamanten dran. Hallo, an der Insel? Eisen? Hier hängt sogar Lapis, Eisen, Kohle. Hier ist gar nichts drauf auf dem Schiff, aber die Laterne nehme ich mit. Was ist denn das für eine Insel, bitteschön? Aber sie hat keinen Schleim. Oh, Tradl, hab ich was gefunden. Gut, diese. Sehr gut, diese. Hier ist ein Minenschacht, ne? Redstone ist hier auch? Was sind das für die komische Inseln? Ja, genau. Smaragde sind hier auch drin. Und Gold, Eisen. Die Fliegeinseln haben anscheinend alles. Wenn du da auch so einfach hochkommst, ne? Boah. Mhm. Da gehen wir lieber nicht dran. Die haben mich schon gerochen. You are a pirate. Nein, mein Boot sinkt. Was hast du wieder angestellt? Glaub, hier liegt ein Schiff auf dem Rücken. Zumindest die Überreste. Ja. Ja, hat's vorher gerumst, Tralle. Also die kleinen Fliegeinseln, die haben echt was. Die haben echt ordentlich was zu bieten. Aber leider keinen Schleim. Brauchst du nicht tauchen gehen. Wenn hier tauchen gehst, ist Feierabend.
Moosblock, Bambus. Mal lieber aus dem Wasser hier raus. Was haben wir denn da noch? Flaxseeds, Gabbage, was ist? Gabbage ist Kohl. Kohl, okay. Farmer's Delight. Seile. Wieder eine fliegende Insel. Ey, das ist tatsächlich, das ist das reinste Eldorado, die kleinen Inseln hier. Da sind auch ganz schön viele oben am Himmel, ne? Was haben wir da? Ja, genau. Scheint wieder ein Tempel zu sein. In den Inseln sind sogar Kisten versteckt. Echt jetzt? Ja. Müssen wir die ganzen Kisten auf den Kopf stellen. Ja, die ganzen Inseln. Was ist denn das hier für ein Konstrukt? Oh, warte mal, hier ist was. Geil. Hab ich gefunden, Schatzkarte. Oh, oh, nein. Bleibt weg von mir. Mal auf die Karte gucken, was wir hier haben. Das hilft auch. Wo soll denn das sein? Ist bestimmt hier oben. Kann ja eigentlich nur das Ding hier sein. Na, schade, sie haben leider keinen Schleim, die Inseln, ne? Schon wieder ein Konstrukt hier vorne. Oh. Hier ist ein Asteroid, ne? Ja, wir haben schon alles, was wir davon brauchen. Okay. Hallo, Schwester, was ist das? Ganz normaler Brunnen. Warte mal, ich glaube. Hey, die Diamanten hat denn bitte schon. Du brauchst gar nicht mehr Erze buddeln, du brauchst einfach nur die kleinen Inseln suchen. Ja? Das ist einfach nur krank, ey, was da alles drin ist. Jetzt gerade legen wir das erstmal beiseite. Dass wir aber noch kein Dörflein gefunden haben, ne? Die haben den Ballermann. Oh, warte mal, da ist ein Türmchen. Ich glaube, ich happert. Der scheint belagert zu sein. Da sind ohne Ende Mobs. Du bist bei... Immer noch... hast du die Wüste gesehen am Land? Oder wo bist du rausgekommen? Wüste gesehen? Nee, eine Wüste habe ich nicht gesehen. Okay. Bin jetzt irgendwo, nur nicht da, wo ich sein möchte. Also, du bist aber nach Osten gefahren, oder? Ja, ja. Nordosten irgendwo, die Richtung. Nordosten. Also hier kommt nur eine Insel, die besteht nur aus Stein. Oh, ich hab ein Dorf. Ich hab ein Dorf. Ha, 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 ha. Mit einem Leuchtturm. Wir haben hier sogar ein Jesuskreuz aufgestellt. Weil das so viel bringt. Ist das Jackpot. Ist das Dorf auf dem Steinplateau? Ja, das ist so... Activated Waystone.
Nein! Ja? Ich habe aber auch ein Dorf gefunden. Ja? Ich bin weit weg von meinem Loot. Sehr weit. Und ich habe alles da drüben liegen lassen. Es ist herrlich. Ja, ich versuche gerade hinzufliegen, warte. Wie weit ist denn mein Todespunkt weg? Der wird mir noch nicht einmal angezeigt, oder was? Doch, da. Marsch Allah, Alter. 2,2 Kilometer. Hör auf, auf. Ja, ich muss erstmal deine Leiche finden. Ich weiß nämlich nicht genau, wo du lang geflogen bist. Fahren bist. Oh, ich bin halt ein neues Boot. Und da geht der Spaß wieder von neu los. Hey. Brot. Überall ist Brot. Ich könnte kotzen. Risikofreudiger Brotlad. Nicht anfassen. Ich bin das Böse. Und wie mir alles direkt hinterherläuft, ne? Alles hat Bock auf mich. Alles will hauen. Stopp, warte mal. Wir haben doch einen Waystorm. Warum will ich laufen? Ja, ich hab den ja... Jetzt sag mir nicht, du hast den mitgenommen, der da oben drauf gestanden hat. Was? Nein. Ich wollte schon sagen. Das ist der vom Doktor. Ich wollte den ganzen Weg jetzt wieder zurücklaufen. Ich hab doch den Waystorm aktiviert. Das XP dafür gereicht hat. Eine Frage ist natürlich jetzt, wo kam der her? Boy. Nicht schieben. Ein kleines Fischerdorf ist das. Wir haben ja echt alles, was das Herz begehrt, ne? Was Fressalien angeht. Ein Schmuser. Ach, dann. Nee, da bist du auch nicht. Hol ihn dir. Hol den Poseidon aus dem Wasser. Der braucht das. Ich hab keine Ahnung, wo du bitte schön an Land gegangen bist. Iron. Was haben wir denn hier? Buried Treasure. Gerade hat tiefer und gieriger gegraben als die Sphäre aus Moria. Ey, was ist denn das hier? Bedrock. Ich glaube, ich weiß, wo Vorsicht, das ist. Vorsicht, da unten wohnt der Warden, ne? Warden haut drauf, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt im Kreis geflogen, einmal hier. Ich weiß mal nicht, wo du hier an Land gegangen bist. Hier ist eine Insel, da ist ein Schiff davor. Ist es das vielleicht? Ich schicke dir sofort die Location. Was hältst du davon? Kartoffel. Zwiebel. Die wohnen hier klein, aber fein, ne? Alle auf engstem Raum. Wahrscheinlich auch noch alle miteinander verwandt.
Geben runter, dann schicke ich dir die Location, ja? Kannst bestimmt nur nach Süden fahren. Selber erstmal gucken. Wie war das denn mit den Waystones hier? Hä? Control Export Waypoint. Ah, Z ist es. Genau das habe ich gesucht. Delete, delete. So, confirm. So, share. Bitteschön. Haut drauf! Wie drücke ich denn da drauf? Chat. Jetzt kriegt er sein. Jetzt ist Feierabend. Sasse. Hör doch auf. Mich hat ein Skelett gejagt. Und das ist rückwärts vor mir abgehauen, als ich darauf zugelaufen bin und in das Netherportal rein. Jetzt ist es weg. Tomatensamen. Okay, aus den Augen, aus dem Sinn, würde ich sagen. Liegende Fische. Die trocknen hier Seetang, ne? Cocoa Beans? Was ist das, Romano? Kakaobohnen. Nein, nein. Cocoa? Ist Kakao? Cocoa, Kakao. Okay. Kekse, Käsekuchen. Oi, ich hab einen Globus. Nein, 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 nicht hauen! Nicht hauen! Ich muss ganz schnell weg hier. Sag mal, du bist doch nach Osten gefahren. Ich bin jetzt einmal komplett rum. Hier ist nirgendwo ein Dorf. Einen ganz kleinen Moment. Die müssen jetzt erstmal gucken, dass sie. Ich bin hier. Ich dachte, du wolltest nach Osten. Ich hab dir doch eine Location geschickt. Speicher dir doch eben ein. Ja, ich hab versucht, das Ding irgendwie aufzurufen. Ja, mach doch mit Tee, dann ist der Chat offen. Klickst du da einmal drauf und dann gehst du auf Speichern. Ganz einfache Geschichte. Das ist das Dorf, wo ich vorhin war. Echt jetzt? Ja, toll, da hast du gesagt, das ist es nicht. Sind die auf dem Felsen? Nee, die sind ganz normal im Wasser. Was macht er denn da? Der eine schießt seinen anderen Kollegen ab. Friendly Fire. Ach, Poseidon ist im Wasser. Wenn die natürlich da zugange sind, dann kann ich ja wieder ins Dorf rein. Oh.
Salz unter mir. Katsching. Komm, Katze, bleib stehen. Ich will dir was zeigen. Nicht weglaufen. Ist ein Fisch. So, einen ja, Schwamm habe ich jetzt auch schon mal. Das ist gut. Uff. Merkwürdige Suppe. Was hier alles ist, ne? Wow. Ostblock. Zucker. Ja, grüß dich. Herzlich willkommen im Stream. So ein Keks, den pfeife ich mir jetzt mal rein. Lass das Brot beiseite, wir essen jetzt mal richtig Kuchen hier. Oh, oh. Nehmen wir mal mit, das ist was für Tralle. Das kann ich rausschmeißen. Reis, nee. Seile brauchen wir nicht. Die Rüstung brauchen wir eigentlich auch nicht. Oh, die ist aber gut. Oh, Projectile Protection 4. Shimmer. Makes your shimmer and enhance it all. Tempo, ich würde aufpassen. Die Beschreibung. Hör zu, hör zu, hör zu. Makes the item shimmer as it was enhanced. Enchanted. So, warte, wo ist die? That's all. Really, nothing more. Yes, it is useless, I know. Leuchtet einfach nur. Leuchtet einfach nur. Was ist das? Blaues Licht? Was macht das? Es leuchtet. Leuchtet blau. Was sind das für Mods? Das ist das Modpack Better Minecraft. Oder aktuell, glaube ich, Better MC. Auf der Version 1.20.1. Ich glaube sogar auf CurseForge heißt das BMC4. Kann mich aber auch jetzt täuschen. So, ich komme jetzt erstmal zurück. Home. Unnamed. Ja, das war's. Sehr schön. Das ganze Ding ist wieder zugemüllt. Tralle, wir brauchen mehr Kisten. Aha. Wir brauchen ein ME-System. Was hältst du davon? Goll. Im E-System muss noch dauern. Wird noch dauern. Mit Ruhe, wir haben noch Zeit. Icebreaker. Okay. Schon wieder fast über eine Stunde dran. Hier in Rainbow Six. Was habe ich denn? Wo kommt das denn her? Ein Smoker ist das. Ui. Den habe ich da reingepackt. Endlich schade drum. Lobos, den nehmen wir jetzt erstmal mit. Flying Fish.
You spin me right round, baby. Wir heben gleich ab, so schnell wie wir das Ding drehen. Ja, nehmen wir auch eine. Was bringt das eigentlich? Dr. Disco. Effizienz 1. Upgraden kann man nicht zufällig, oder? Was? So ein Enhanced Level. Jones zu deiner Linken. Genau, Amboss. Ich muss sie Schild. Ich brauche so ein Schild Eisen, wa? Um zu reparieren. Ich habe ein Stahlschild, verzaubert ist. Ich denke, man Stahl braucht. Wie repariere ich das komische Schild? Oder brauche ich da Holz für? Wie ändere ich nochmal den Modus? Der Steuerung Mechanism Festmode heißt das. Steht sogar. Nein, ich habe keinen Level dafür. So, wo ist der Stahl? Iron Stahl Ingot. Müssen wir jetzt gucken, dass wir uns so ein Gerät daraus basteln. So, Tempri hat jetzt auch sein Jetpack. Item Mode Switch, okay. Ist gut. Sehr gut, diese. Hast du mir ein Jetpack gedroppt? Ja, ja. Oh, ey. Das sag ich doch nicht, nein. Du musst nur die Taste noch legen dann, ne? Bowern brauche ich nicht. Das geht schon so. Bowern ist halt gut wegen, wenn Leck ist oder so, dann stürzt du dich von oben direkt runter. Alles Vor- und Nachteile, was? Item Mode Switch muss ich noch, war das noch? Nee, Test Mode. Chest. Chest ist Brust. Ach, Chest Mode. Ah. So ganz am Anfang haben wir das Ding ja komplett schon freigeschaltet. Geile Sache. Ich höre doch schon wieder was krabbeln. Hau ab. Sag es dir. Vielleicht noch brauchen sind diese hydraulischen Stempel für die Füße. Dass du keinen Fallschaden kriegst, ne? Ja, dass du keinen Fallschaden kriegst. Und dann kannst du nämlich im regulären Modus kannst du fliegen, wie du willst. Dann kannst du noch aus hoher Höhe dann irgendwie runter fliegen. Kriegst keinen Schaden. Ah, warte mal, wie gesagt. Wir gucken jetzt mal. Mit etwas Glück haben wir in Kürze auch dann Nukula. Und dann sieht die ganze Welt anders aus. Kannst du nochmal kurz den einen Waypoint checken, wo wir jetzt hinfliegen? Meinst das Dorf, ne? Ah, ja. Warte mal, Share. Ich hab's euch nochmal geteilt. Ich bin aber auch jetzt schon wieder über eine Stunde dran. Das heißt, ich werde den Stream jetzt erstmal ausmachen und eine Kleinigkeit trinken, nochmal auf Toilette gehen. So, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns allerspätestens bei der nächsten Folge wieder. Bis dann mal.